Ich muss, das kann ich ja auch mal so nebenbei erwähnen, das ist jetzt wahrscheinlich schon der vierte Part, den ich jetzt heute aufgenommen habe. Das heißt, es wird sehr spät erst kommen, erst so in anderthalb Wochen oder so, werdet ihr das Video hier sehen. Aber mein Laptop ist ja futsch, ne? Das habe ich ja, ich habe ja mal ein Ankündigungsvideo gemacht oder ein Video gemacht, dass mein Laptop futsch ist. Das ist für euch jetzt lange her, für mich noch nicht. Und den habe ich ja dann, glücklicherweise haben wir noch einen Kontoauszug gefunden, den konnte ich dann eintauschen. Beziehungsweise ich wollte ihn eintauschen, machen wir mal, gehen wir mal noch nicht zu schnell. Ich wollte ihn ja eintauschen. Das Problem war aber, dass dieser liebe Mediamarkt-Mitarbeiter, und ich bin mir da nicht zu scheu, die Namen zu nennen, Mediamarkt-Mitarbeiter, denn das finde ich, das war absoluter Witz, der wollte mich unbedingt loswerden und hat versucht, mich dann abzuwimmeln. Juhu, 50 Rubine. Hat versucht, mich dann abzuwimmeln mit, ja, damit, dass ich halt, dass er das Ding nur repariert und nicht umtauschen will. Das ist jetzt auf einer Seite verständlich, weil, naja, vielleicht will ja, wollen die meisten Leute eher ihr Gerät umtauschen, statt sich ein komplett neues besorgen zu müssen. Das mag durchaus sein. In meinem Fall war das aber nicht so, was ich ihm auch versucht habe, deutlich zu machen. Weil dieses Gerät, das ich hier habe, nicht kaputt ist. Da gibt es nichts zu reparieren. Der ist so gebaut und deswegen wird er so heiß. Und das bedeutet, wenn das Ding jetzt eingeschickt wird, repariert wird und ich darauf warten kann, kann ich das Ding abholen, ausprobieren und gleich wieder hinbringen, weil es natürlich immer noch nicht funktioniert. Wie denn auch? Ja, und jetzt ist es eben genauso. Mein Laptop ist jetzt in der Reparatur. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern kann. Ich weiß aber, was das Endresultat ist und hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal den Laptop umtauschen kann, wenn ich dann wieder hinlatschen muss. Und, ja, das Ärgerlichste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ich diesen Laptop ja brauche. Und zwar brauche ich den für die Zeit, in der ich jetzt nicht da bin. Oh, was mache ich denn da gerade? Die Zeit, in der ich jetzt nicht da bin, denn ab nächste Woche bin ich mit Lou 3 Wochen im Saarland. Was bedeutet, ja, ohne Laptop kann ich dann überhaupt nicht auf Kommentare von euch eingehen. Ich kann keine Ankündigungen machen. Ich kann keine Streams machen, wenn ich irgendwie Lust habe, spontan mal einen Stream zu machen. Ich kann keine Videos hochladen, was das Ärgerlichste von allem ist. Das bedeutet nämlich, ich muss jetzt in dieser einen Woche genug Material aufnehmen für 3 Wochen. Genug Material rendern und schneiden für 3 Wochen und dann auch noch, und das wollte ich mir nämlich ersparen, genug Material hochladen für 3 Wochen. Das ist das Hauptproblem, denn normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, ich nehme von jedem Spiel circa 4 Stunden auf, dann habe ich genug, wenn ich pro Tag halt 2 Videos und alle 2 Tage von einem Projekt ein Video dann hochlade, so wie immer halt, dann habe ich genug mit 4 Stunden für die 3 Wochen. Und das könnte ich gemütlich hoch schon mal aufnehmen, ich könnte es rendern. Und dann könnte ich es irgendwann vielleicht zum Teil schon hochladen. Aber naja, ich muss mir keinen Stress machen, weil ich kann das im Saarland ja genauso hochladen. Sogar noch wesentlich besser, weil wir da besseres Internet haben. Aber jetzt ist damit halt Essig. Jetzt kann ich den ganzen Bullshit hier, diesen immensen Berg an Videos alle auf einmal hochladen. Weil, liebes... Ach nee, wo will ich denn gerade hin? Wo geht's denn hier am besten rüber? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so falsch. Ja, weil liebes Mediamarkt sich denkt, mein Gott, man kann jemanden sein Arbeitsgerät gerne mal für 3-4 Wochen wegnehmen ohne Ersatz. Das ist überhaupt gar kein Problem. Auch wenn er knapp 700 Euro bezahlt hat dafür, das macht überhaupt nichts. Also... Muss man ja nicht so eng sehen. Ich meine, das ist ja jetzt für mich nur ein Hobby ist hier, ne? Ich verdiene damit ja kein ernsthaftes Geld, auch wenn ich jetzt ja trotzdem bei einem Netzwerk angestellt bin und die natürlich jetzt auch nicht unbedingt wollen, dass ich plötzlich Pause mache. So, Endboss. So, du willst also den Windfisch wecken. Ich kenne dich, Fritz. Ich werde dich fritzen. Ob das wohl eine Spinne ist? Eine Schlange? So, guten Tag. Ach, das war der Scheiß. Oh Gott, der war ätzend. Der war wirklich ätzend.
Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ja, genau. Ich bin ja jetzt in einem Netzwerk. N4GTV. Und ja, das ist... Jetzt will ich denen natürlich auch nicht zumuten, dass ich jetzt erstmal kurz nach ein... Oh, das geht so geht das nicht. Bullshit. Kurz nach Einstellung keine Videos mehr rausbringen. Das kann ja irgendwo nicht sein. Das heißt, ich, ja, bleibt mir nichts übrig, als den ganzen Scheiß jetzt wirklich alles auf einen Klumpen zu machen. Das nervt mich fundamental. Und es ist eben genau das, ich finde das einfach nicht in Ordnung. Ich verdiene damit zwar jetzt kein Geld, auch wenn ich den Arbeitgeber habe, aber bei Leuten, die jetzt angewiesen werden auf diesen Rechner, auf diesen Laptop, was weiß ich, Redakteure, Freelancer, was weiß ich, gibt tausend Leute, die für sowas dringend ihren Rechner bräuchten, da kann doch Mediamarkt nicht einfach hingehen und sagen, ey du verdienst jetzt die nächsten 3 Wochen kein Geld und verlierst deinen Kunden, was weiß ich, warum, aus welchen Gründen auch immer, und ja, aber hast trotzdem 700 Euro bei uns gelatzt. Das ist unser Service. Das kann ja wohl irgendwo nicht sein. Normalerweise müssen die dann sagen, okay, es tut uns leid, wir haben Scheiße gebaut und ihnen eine Fehlkonstruktion von Gerät verkauft. Machen wir wieder gut, indem wir ihnen jetzt ein Ersatzgerät geben, weil sie ja damit arbeiten müssen. Also von daher, ich finde das war eine absolute Witzaktion vom lieben Mediamarkt. Und ich freue mich auch jetzt schon wieder tierisch drauf, nicht nur im Saarland 3 Wochen ohne Rechner zu sitzen, wo ich dann nichts für euch tun kann, sondern auch noch, warum gibt denn das gerade nicht? So, sondern auch noch, warum, was, hä? Ich raff gerade nicht, wo das Problem ist. Sondern auch noch, ja, wenn der Laptop wieder da ist, ihn abholen gehen zu können, also das wäre dann die dritte Busfahrt zum Mediamarkt wegen dem Laptop, ihn abzuholen, dann nach Hause zu fahren, ihn dann auszuprobieren, zu merken, dass er natürlich genauso schlecht läuft wie vorher, dann wieder hinzufahren und ihn dann nochmal zurückzugeben. Und das, wer bezahlt allein die Busfahrten? Die sind schon knapp ein Huni, wenn man das alles zusammenrechnet. Das ist halt wirklich lächerlich. Oh Mann, ey, gerade stelle ich mich aber auch wirklich saudoof dran. Ich krieg's auch gerade nicht gebacken. So, was? Aha, jetzt hat es zum ersten Mal wieder funktioniert nach dem ersten Schlag. Seit dem ersten Schlag. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und ich bin jetzt gleich tot. Den muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Das war eine Katastrophe von vorne bis hinten jetzt. Och. Das ist ein saublöder Endgegner, finde ich. Ja, das meine ich. Wieso habe ich den denn jetzt, bitteschön, was war denn da jetzt das Problem? Okay, das war zu spät. Der wird nichts, weil die Keule im Weg ist. Ach, Mann. So, jetzt. Perfektes Timing, komm. Och, das gibt's nicht. Jetzt kommt er wieder hier. Natürlich. Jawohl. Okay. Mit was hat er mich denn jetzt bitte schon getroffen? Ich bin an ihn dran gelaufen oder was? Das tut mir weh. Och Mensch. Ach, ich hasse es, wenn sowas passiert, weil das einfach saublöd ist. Mensch. Oh Mann. Das sind so Momente, ne? Da würde ich so ein Spiel gerne in die Ecke werfen. Das ist einfach... Fick dich. Blödes, saublödes Boss-Design und... Wenn man es endlich mal raus hat, ist man tot. Das ist einfach... Und dann kann man den ganzen Weg wieder hinlatschen. Wobei das ja diesmal relativ human ist, im Gegensatz zum letzten Palast. Das war ja echt ein Witz. Ja. Ja, 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 ja. Können wir loslegen? Gut. Okay. Können wir jetzt bitte loslegen? Aha. Och. Ja, natürlich. Natürlich. Oh, der Lorsch hat ein Timing, das ist nicht unglaublich. So, zack, bam. Irgendwie ist das ganz seltsam, den dann zu treffen. Das ist total merkwürdig. Perfekt.
da. Ich weiß nicht genau, wann ich den treffe und wann nicht. Ich verstehe nicht so genau, wo da mal das Problem liegt, dass ich ihn nicht treffen kann. So, jetzt Timing. Timing. Jawohl. Da. Ne, jetzt. Hä? Also muss ich ihn am Kopf treffen oder wo? Ich dachte eigentlich an dem Herzteil. Ich. So ganz schnall ich das nicht. Ja, das war. Das. Da habe ich jetzt gepennt. Das war definitiv meine Schuld. Jetzt kann ich nichts machen. Ja. Jetzt kann ich was machen. Och Mensch, was? Wieso treffe ich den da nicht? Ja, okay. Jetzt komm hier, komm. Ja, komm jetzt mal da unten aus der Ecke raus, ey. Oh, Mann. Ja, perfekt, na endlich. Oh, was, damit hab ich dich... Oh, das kannst du nicht machen, ey. Jetzt war ich total perplex. Nein! What the fuck ist denn das für ein scheiß Gegner, ey? Boah. Ach, ey. Wo hätte ich denn hin sollen? Soll ich mich wegbeamen oder was? Ich stehe in einer Ecke. Dieser Riesenlurch in der Mitte haut mich weg, wenn ich mich zu sehr in die Mitte bewege. Dann kommt der Wurm noch raus, bewegt sich in alle Richtungen und ich muss ihn am Ende treffen. Ja, wie soll ich das denn bitte schön machen? Vor allen Dingen, ich möchte jetzt wirklich wissen, was zur Hölle dieses Herz ist. Ist das ein Herz, das ich einsammeln kann oder was ist das? Bei den letzten Würmern war es ja plötzlich nicht mehr da. Deswegen war ich auch so perplex. Ich wollte nämlich genau in dem Moment mal ausprobieren, ob ich mit dem Enterhaken dieses Herzteil da rausziehen kann und plötzlich ist es nicht mehr da. Und dann kommt er plötzlich auch noch raus aus der Höhle. Zack, so. Hier Herzteil, zack. Oh. Ja. Super. Hat spitzenmäßig funktioniert. Jetzt kommt er wieder hier, ne? Jetzt komm. Jetzt brauchst du hier nicht anzutanzen. Och, alter Nerv. Komm, na also. War das jetzt so kompliziert? Nee, es geht nicht. Ich kann das Ding da nicht rausziehen. Ich verstehe das nicht. Wozu ist denn das da? Na ja, gut, dann leck mich jetzt am Arsch. Probiere ich ihn halt jetzt einfach mal wieder zu treffen. Das wäre auch eine Maßnahme, ne? Ja, genau. Was ist denn das? Warum trifft man den denn manchmal nicht? Was ist denn das für eine Scheiße? Und jetzt kommt der... Hä? Jetzt, Leute, bitte erklärt mir das Spiel hier. Ich verstehe es nicht. Was ist denn das für ein Boss? Der ist ja von vorne bis hinten random. Sind das vier verschiedene Würmer oder was? Und ich habe jetzt einen von den kurzen Würmern, es gibt zwei kurze Würmer, es gibt einen mit einem Herz, es gibt einen ohne Herz, das... Hä? Ich verstehe es nicht. Das Spiel schert sich einen Dreck drum, mir das zu erklären. So, der hat wieder ein Herz. Und ich habe schon wieder nur zwei Herzen, das kann ich vergessen. Ich werde den Boss schon wieder nicht schaffen, das ist doch ein Witz, ey. Und das ist jetzt wieder ein kurzer Wurm, oder was? So, wenn er jetzt wieder... Und der kommt wieder hier in der Ecke raus. Also sind es auch keine vier Würmer in vier Löchern. Es ergibt einfach keinen Sinn. Von hinten bis vorne nicht. So. Oder war das ein Fake-Wurm? Die berühmten Fake-Würmer. So, und wieder ein kurzer Wurm. Und ich bin schon wieder tot. Ja, was? 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 Okay, das möchte ich jetzt bitte irgendwie... Das soll mir jetzt bitte jemand erklären. Ich habe dieses Vieh besiegt und bin danach gestorben. Wie? An was? So, ich bin ja wohl kaum an dem... An der Luftblase, die das Vieh hinterlassen hat, gestorben, oder? Was war denn das jetzt bitte schön? Ey... Wow, das... Also dieses...
dieser Boss hier, ne, der ist... Ich mag Link's Awakening immer noch, aber das hier ist gerade der dümmste, beschissenste Scheißpalast, den man sich überhaupt hätte einfallen lassen. Und zwar von vorne bis hinten. Der macht sowas von überhaupt keinen Spaß. Das ist mein Ocarina of Time Sora-Tempel. Kann man den nur einmal treffen? Nee. Komm. Komm. Och, Alter. Jetzt, komm. Ey. Komm jetzt raus, los! Das gibt's doch gar nicht, meine Fresse. Wow, wow. Ich... What the fuck?